Ja, und bei allem Respekt, Sie mich auch. Das gibt's doch nicht. Immer noch Fehlanzeige oder was? Das Rätselmesser, das dauert jetzt noch Jahre, bis ich ihn krieg. Was ist denn mit dem einen aus dem Internet? Hat mir heute Morgen jemand vor der Nase weggeschnappt. Gregor? Jens? Alles klar? Ja, ja. Sag mal, bist du heute Abend zu Hause? Wieso, hast du Damenbesuch? Tust du mir den Gefallen? Na, sag schon. Ich bin im Hangar, das kann länger dauern. Danke, ich hol dir was. Boah, das ist doch unglaublich, wie teuer die Sachen sind für so eine alte Schüssel. Das ist ja der springende Punkt, mein Lieber. Die Teile müssen alt sein und trotzdem noch funktionieren. Und hätte ich Katharina nicht allein gelassen, hätte ich dieses Problem jetzt nicht. Gestern hast du aber noch anders von ihr geredet. Ja, als Mechanikerin mag sie was drauf haben, aber was hilft es, wenn sie zu blöd ist, um ein Fenster zu schließen? Und wer weiß, was diese Jungs noch kaputt gemacht hätten, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Gregor, du tust die ganze Zeit so, als hätte sie das mit Absicht gemacht. Ob mit Absicht oder nicht. Sie hat's verbockt, obwohl ich ihr vertraut habe. Das kann man nicht wieder gut machen. Was machst du denn da? Kannst du mir kurz helfen? Das Ding ist höllenschwer. Klar, kein Problem. Lydia, das bringt es doch jetzt auch nicht. Wart's doch erst mal ab. Vielleicht ist er längst auf dem Weg hierher. Ich weiß es nicht. Ich finde das alles ziemlich komisch. Ja, wahrscheinlich gibt's eine ganz einfache Erklärung. Ich versuch's nochmal. Da scheint der Versichern da drin. Jetzt liegt eben schwer. Ach. Ach. Bisschen unhandlich für eine Handytasche. Das hab ich schon den ganzen Tag gesucht. In der Kiste habe ich nicht nachgeschaut. Ja. Sollen wir es nicht rausholen? Nee. Später. Und ruck! Und eine Tüte Chips? Seit wann bezahlen wir bitte Sachen aus AWG-Kasse, die nur einer von uns isst, hä? Seit einer meiner Mitbewohner meine ganze Tüte aufgefressen hat. Ha. Olli, hä? Nein, du?